Ja, für einen Pilz geopfert, ey. Ich glaub's ja nicht. Was kann auch nur mir passieren, so was Dummes. Egal. Mal gucken, vielleicht ist der blöde Gumba. Nein, der blöde Gumba ist noch nicht wieder. Schade eigentlich. Egal. Ich habe meinen Spaß bei der Sache und ja. Ich will gar nicht die Aufnahmezeit jetzt sehen, ehrlich gesagt, schon wieder. Ich nehme mal wieder einen ganzen Block auf. Egal, er wird wieder zerschnitten, so gut ich kann und gut ist. Nein. Ach, theoretisch könnte ich schon wieder fast in die Lava reinspringen. Das war nicht geplant, egal. Ja. Machen wir mal einfach weiter. Als wäre ich eben nicht gestorben. Ich meine, ich besser jetzt, wo ich alle drei Münzen kriege in etwa und von daher passt das schon. Egal, nicht hier daneben drüben. Gibt es ja auch nochmal ein Zahnrad. Ich glaube, hier dürfte es einfacher sein, hochzukommen. Ich glaube auch, dass hier oben irgendwie eine Münze gab, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Nö, eine Münze gab es nicht, aber für diesen Copter, den ich bumse, Copter Mario. Unbedingt haben wollte und schon wieder 25 Leben. Ja, ich meinte mit dem, ich habe nicht unendlich viel Zeit, ist A, ich habe zu viel um die Ohren. B, ich habe auch nur so lange Zeit wie Wiimote und Wii selbst und alle Tiere drum und dran funktioniert. Mit dieser Mütze muss ich irgendwie gerade an SpongeBob Schwammkopf denken. Also mit diesem Helm ist ja keine Mütze. Ich habe ja mal eine Folge, wo er so ein Ding als Mütze hatte. Kann er da nicht mehr runterfliegen oder so? Nicht du, Mario, wenn du gerade ja gesagt hast. Oder so, ist mir auch recht. Hauptsache lässt mich da unten mal endlich in Ruhe. Ich auch unten hin will. So,
Also Zahnfleischstecher Johnny, ey. Wie auch immer ich den nennen darf, keine Ahnung. Geschafft. Hab alle Münzen. Hauptsache, jetzt kommt ein scheiß Speicherpunkt. Ich sehe ihn ehrlich gesagt noch nirgendwo. Das ist meine Feuerblume. Und das Tor zum Endgegner, wie es aussieht. Jo, das ist das Tor zum Endgegner. Den holen wir uns jetzt auch. Egal. Die Tür geht zu. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Sieht nicht gut aus für mich. Mir, der Typ. Na, war endlich klar. Ih, du schon wieder? Boah, den hasse ich auch. Ich hasse ihn. Ist jetzt ein bisschen wie bei Yoshi's Island. Vor allem auch noch mit der Musik. Verdammt da, ey. Was? Das war's? Und es gab einen Schlüssel aus von Zelda. Oder aber von Mario Land 64. Mario Land, Mario World, Super Mario 64 ist das Spiel einfach nur, genau. Muss ich gerade überlegen. Baby Bowser. Ach ja. Wenn Baby Bowser mehr Bösewicht wird als der große Bowser, ja. Dann ist das schon lustig. Ja, lustig, mehr oder weniger. Du hast alle Sternmünzen in Welt 1 gefunden. Wow, Blitzmerker. Hat ja auch lang genug gedauert. Was? Ist der bescheuert? Wer macht so Geräusche? Speichern? Ja. Ich speichere jetzt und mache hier einfach mal aus. Und ich denke mal, es wird jetzt garantiert wieder um die 60 Minuten mindestens. Ich hoffe, jetzt wieder auseinandernehmen. Na, prima. Na, ich sag jetzt einfach mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.